wieder live aus dem Schweinestall in Heide mit spektakulären Gästen. Auch tolle Gäste hier wieder, tolles Publikum. Ich darf mal unseren Don Herrlich alias Andreas Schiersan hierher bitten. Dass wir heute wieder so eine Prominenz hier sitzen haben. Bevor ich dich frage, was du trinken möchtest, zeigen wir mal ein kleines Filmchen von dir. Oh Gott. Über deine ganzen Vorgeschichten, dein Vorleben. Mats ab. Mein Name ist Andreas Schiersand, genannt Don Herrlich. Mein Spitzname bekam ich vor 10 Jahren, als ich nach Dithmarschen kam. Und es entstand einfach nur, weil ich alles hier herrlich fand. Einfach nur herrlich. Beruflich bin ich in der Werbebranche tätig und hauptsächlich vermarkte ich den Heider SV, damit wir die nächsten Jahre einen attraktiven Fußball in Dithmarschen und ja, an der Westküste sehen. Ja, da sind wir wieder. Don, ja. Herrlich. Das war ja mal interessant zu sehen, was du so machst. Da wollen wir uns gleich mal drüber unterhalten. Was möchtest du denn trinken? Was hast du denn? Shaggy, mach ihm mal ein kühles Astra. Das ist sein Getränk, was er auch immer trinkt. Auf der Tribüne, im Stadion. Ja. Ich habe gehört, du bist ja so der Werbemann beim Heider SV. Du machst ja sehr viel. Ich habe auch viel gelesen, auch in den Medien von dir. Erzähl doch mal, wie das da abgeht, so dein Alltag. Wie schwierig das ist. Schlaflose Nächte vor dem Spiel, ne? Das morgens um 6:30 aufstehen. Ich auch gespielt. Halb sieben aufstehen. Ja, und dann Vorbereitung, ne? Ja. Einfach. Musst du da dich auch mit den Spielern kurz schließen? Ich bin schon immer für Fotoshootings etc. Zwei Sponsoren. Stunden, 3 Stunden vor dem Spiel da. Ja, ja. Und ganz normaler Ablauf dann eben. Mit den Spielern alles besichtigen vom Spiel, schnacken. Sponsoren nachher begrüßen, die schon vorher ins Stadion kommen und einfach fiebern. Ne? Du bist ja auch bei jedem Auswärtsspiel dabei, habe ich gehört. Ja. Du lässt ja sogar deine bessere Hälfte dann mal zu Hause und lässt mal einen Urlaub sausen und fährst dann zu so einem Spiel. Der Heider SV hat ja momentan einen Schwung nach oben. Der steht ja ziemlich weit oben an der Tabelle. Platz 3. Platz 3, punktgleich. Ja. Ja, wenn mein HSV in Hamburg verliert, dann holt ihr die Punkte in Heide. Ne? Tja, einer muss es ja machen. Ne? Woran liegt das? Ja, woran liegt das denn? Einfach eine Sache von der Erziehung. Ja. Kopfsache. Kopfsache. Ja. Guten Einstellung, Trainer. Guten Trainer, sehr gut. Beide Trainer, sehr gut. Ach, ihr habt 2 Trainer. 2 Trainer, ja. Einmal Mamadou Sabalai und einmal den Sönke Beiroth. Und ja, mit dem schwierigen letzten Jahr, wo wir fast abgestiegen sind, wo es dann zum Schluss auch noch 2 Wochen sich verlängert hatte, die Saison für uns, oder 3 Wochen sogar, wo wir dann gewartet haben eben auf die Relegation. Und da eine Mannschaft ja aufgestiegen ist, beziehungsweise eine ist dann wieder runtergekommen, waren wir als 5. Absteiger mit dabei, aber ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Da hast du Herzschmerzen gehabt, ne? Herzschmerzen. Das war ja genauso schlimm wie beim HSV. Ja, schlimmer, für mich war es schlimmer. Ja. Ja. Ist ja dein Baby auch so mit? Mein Baby, ne? Ja. Ist das schon eine Leidenschaft bei dir, ist ja kein Hobby. Ist Krankheit schon. Krank, ja. Das ist Krankheit schon, ja. Da kannst du auch einen gelben Zettel mal vom Arzt kriegen, ne? Wenn du jetzt mal... Das kriege ich immer von unseren Trainern. Ja. Das ist, wir haben da so einen Haufen von. Ja. Ja. Ja, und feiert ihr denn dann nach so einem Spiel auch mal ausgiebig in der Kabine? Macht ihr da mal eine Flasche auf oder nein, mal kein Alkohol? Also momentan, die Situation ist so spannend auch und wir genießen das einfach mit den Spielern. Wir sitzen zwar immer noch so 1,5 Stunden nach dem Spiel in der Kabine, aber ist wirklich alles diszipliniert. Und quasi nach dem Spiel ist es ja so, dass wir denken schon wieder 1 Woche später. Ja, es ist also ja ein Rausch. Ihr habt euch ja einen Rausch gespielt. Förmlich einen Rausch gespielt. Verdient aber. Verdient. Ja. Wie lange sind die Trainer denn jetzt schon dabei? Seit Mamadou ist seit 3,5 Jahren dabei. Und Sönke war früher der Co-Trainer gewesen von Thomas Müller, der jetzt bei VfL Neumünster ist. Und ja, das Gespann ist jetzt seit 1,5 Jahren für die Mannschaft, beziehungsweise 2 Jahren jetzt verantwortlich. Ja. Und ist das schwierig dann für so einen Verein einen Hauptsponsor zu finden? Letztes Jahr so schlecht, jetzt wieder so gut? Nö. Reißen die sich drum oder ist da doch ein bisschen Vorarbeit zu leisten?
Wenn man als Heideunternehmen zum Verein steht, dann ist es einfach eine Sache von sag ich mal, eine halbe Stunde Schnacken, die Mannschaft vorstellen, einfach über Fußball zu sprechen. Letzte Saison war alles top. Also wir hatten genug Sponsoren, die trotzdem zu der Mannschaft gestanden haben, auch neue Sponsoren. Mittlerweile ist es aber wirklich so, dass das Telefon vielleicht 3-4 Mal am Tag klingelt. Und ich habe also momentan sieht es so aus, dass wir im Innenbereich kaum Platz mehr haben, also fast überhaupt nicht mehr. Und müssen schon quasi an die Außenbande gehen, damit wir alle befriedigen können. Damit. Es sind ja viele auch weggegangen, an alten Sponsoren wahrscheinlich, dadurch, dass der HDSV so schlecht stand, aber sehr viele neue dazugekriegt auch. Es ist ja sehr bunt geworden jetzt, ne? Ja, was heißt weggegangen? Weggegangen ist keiner. Es wurden einige Verträge, haben sich von alleine aufgelöst, die einfach nicht mehr verlängert worden sind, Seite des Kunden. Ja. Aber die haben wir dann relativ innerhalb von einigen Tagen wieder ersetzt. Das heißt. Einigen Tagen. Das von ist einigen Tagen, ja. Ja. Das ist schon. Und der Hauptsponsor macht Trikot, macht auch Bannwerbung, der ist immer mit im Boot. Der Hauptsponsor ist, wir haben jetzt einen neuen Hauptsponsor seit dieser Saison. Unser alter Sponsor ist, wie soll man sagen, von uns gegangen. Also nicht jetzt, dass er jetzt... Beiderseitigen Einvernehmen. Genau, ja. Und wir hatten also innerhalb von 14 Tagen einen neuen Sponsor präsentiert, der wirklich auch fußballerisch in ganz Dithmarschen auch unterwegs ist. Du kannst ihn ja ruhig nennen. Wir sind ja regional. Dithmarschen ist ja bestimmt auch eine Dithmarscher Größe dann hier. Das ist ja Reifen Premio, Andreas Maimuig. Ja. Mit seiner Frau natürlich, die uns da sehr unterstützen und in allen Bereichen eben ja die Hände einfach reichen. Also wie für die Jungs ist es als Sponsor so eine Familie zu haben, die wirklich immer da ist, 24 Stunden lang für die Jungs, ist wirklich phänomenal. Ist wie Familie. Wie Familie, ja. Aber apropos Familie, weil die Nichtraucher können zu mich rauchen, vor die Tür gehen. Wir können ja auch rauchen, herrlich. Ich weiß, du bist leidenschaftlicher Kettenraucher, gleich nach Helmut Schmidt. Ja. Auch wenn du keine Menthol rauchst, aber wenn Shaggy mir dann nochmal mein Gläschen nochmal hier reinreicht, dann, ich habe extra einen kleinen Aschenbecher hingestellt für uns beide. Ich habe mir das mal von dem Netz abgeguckt. Endlich. Danke, Shaggy. Endlich vernünftige Menschen. Aber ich möchte nochmal einen kleinen Applaus für unseren Shaggy, die gute Seele hier im Schweinestall. Auch nochmal. Unser Shaggy. Ein Büsumer-Jung übrigens, der Karaoke-König von Büsum und bekannt aus dem Schuhmacherort bei Marion, da wo wir alle mal versacken in der Woche und am nächsten Tag später zur Arbeit gehen müssen. Ich nicht. Ja, du machst ja Homeoffice, habe ich gehört, dann ganz viel, ne? Morgens dann. Du bist ja immer. Ich habe montags habe ich immer Bürozeiten. Ich nehme jetzt einfach eine 12 bis 13 Uhr und dann lege ich mich wieder hin. Ja, das ist aber auch eine Arbeitszeit. Ich sage immer, so wie du Urlaub hast, will ich mal arbeiten, ne? Ja, ne, schön, ne? Aber du weißt ja, wer viel arbeitet, hat ja auch viel frei. Das trifft auf dich doch zu. Ja. Für wen ich arbeite, auch viel Durst. Du warst ja in Scharbeutz gewesen, hast dir mal ein paar freie Tage gegönnt, aber selbst da warst du aktiv für den Heider SV, habe ich gesehen. Was wie wild am Tun, am Machen, an Werbung. Schlimme Zeit. Das war die schlimmsten 24 Stunden am Samstag oder beziehungsweise vom Freitag auf den Samstag ohne Fußball. Meine Freundin, die hatte mich also quasi ab 12 Uhr mittags abgeschrieben. Die durfte mich auch nicht ansprechen. Ich war also einfach nur noch bei der Mannschaft. Ich hatte vorher dann 3 Stunden noch telefoniert mit den Jungs und während des Spiels wurde ich von allen Seiten eben über die neuen Medien eben benachrichtigt und es war phänomenal. Aber es gibt doch noch die Bundesliga. Habe ich nicht gesehen. Ich war nur gar also, nein, an dem, Tag war, nur der Heides vor. Ja, und was sagt sie denn sonst so dazu? Wenn du dann samstags, du hast ja deine Rituale, darf sie ja dann auch nicht so großartig laut in der Küche sein. An diesem Tag muss ich schweigen und genießen, dass ich, Und du bist auch besonders gut drauf momentan, weil der HDSV ja sehr weit oben steht. Das wirkt sich ja dann meist auch auf die Beziehung aus, auf Sexualleben. Bitte? Ja. Ja, es ist so. Sexualleben ist auch so ein Thema, aber da haben wir ja nachher noch unseren nächsten Talkgast. Also wir werden jetzt erstmal ein bisschen Musik hören. Und geben erstmal in die Werbung und sehen uns gleich wieder. Du lebst in Dithmarschen. Du kennst dich super in Dithmarschen aus. Du kannst an 3 Orten gleichzeitig sein. Du kannst gleichzeitig vor und hinter der Kamera arbeiten
Du hast tierisch Bock, Fernsehen zu machen? Wenn nur eins davon auf dich zutrifft, dann bewirb dich bei uns. Dithmarschen TV. Typisch Dithmarschen. Was kriegst du so? Ja, was gibt's das denn nie? Dithmarschen TV. Ja, nicht wie hin. Danke, mein liebes Publikum. Hier ist nicht eure Harry Weinfurt. Hier ist der André wieder live aus dem Schweinestall mit unseren spektakulären Gästen. Es geht weiter. Ich möchte aber erstmal, bevor ich mich von meinem Don Herrlich nochmal verabschiede und ihn dann umsetze, nochmal mit ihm anstoßen auf den Heider SV und euch noch weiterhin viel Glück wünschen. Vielen Dank. Und möchte unseren Shaggy mal bitten, nochmal eine Runde Pilz und Habana zu verteilen da hinten. Da sind nämlich so diese spektakulären Heider, die auch immer sehr gerne was trinken. Prost, Shaggy. Prost. So, dann begrüße ich jetzt mal meinen alten AIDA-Kumpel Sven, den Herrn der sieben Weltmeere. Hallo, Sven Reimers. Hallo, grüß dich. Frisch aus dem Mittelmeer eingetroffen. Kleiner Applaus für unseren Svenny. Hallo. Sven, vorneweg die wichtigste Frage: Was möchtest du trinken? Ja, André, was für eine Frage. Ich also, glaube, wir beide haben doch nur ein Getränk. Oder? Ein Havanna, bitte. Ein Havanna für unseren sieben. Stargast. Sieben. Er trinkt ja auch nur den Sieben, kriegt trotzdem den Dreier, das schmeckt er eh nicht raus. Jede Sendeminute kostet Geld, ihr wisst, wie das ist. Ja, Sven, ich saß auch einmal am Mittelmeer und hatte keine Mittel mehr. Wie ergeht dir das denn da eigentlich so? Du meinst jetzt auf AIDA? Auf der AIDA zum Beispiel. Du bist doch weit gereist. Viele Gruppis, viele Frauen, Prominente, viel Geld verdient, nur nach Hause geschickt. Ein Gentleman und genießt und schweigt. Ja. Ich dachte, du kannst uns mal erzählen von so ein paar Promis, die du da getroffen hast. Ach, das war schon ganz interessant, aber man darf ja immer so keine Namen nennen und doch, war eine schöne Zeit, ja. War eine schöne Zeit? Ja. Sven, du darfst ja auch rauchen. Ich weiß, du bist genauso ein Kettenraucher wie unser Don Herrlich. Ja. Ich rauche ja immer die Selbstgestopften von meiner Frau. Die hat ein Buch geschrieben, Schöner Rauchen mit Stocki. Die hat immer so weiße Filter. Dankeschön. Die bestellt sie immer aus Frankreich. Weißt du, dann riechen die Finger nicht so. Die Frauen, die mögen das nicht so, wenn die Finger riechen. Ich meine, wenn du eine Frau gehabt hast, weißt du ja selber, wie das dann so ist. Ja, natürlich, klar. Auch auf Mallorca. Was war denn deine weiteste Reise, die du gemacht hast mit der AIDA? Die beste Tour? Ich glaube, Dubai war es, ja. Nach Dubai? Dubai, ja. War schön. Alleine die ganze Architektur und so, wenn man dann so sieht, dass die Hausfrauen dann mit dem Rolls-Royce vorkommen, an der Dubai-Mall, vergoldete Felgen, alleine die Felgen irgendwie 20.000 Euro oder so, gar kein Thema. Also so wie Robert oder noch besser? Ich würde sagen, noch ein Ticken besser, ja. Meine Güte. Und da ist nichts für dich dabei gewesen? Nicht mal eine Felge vielleicht? Ja, doch, ach. André, Felgen ist nicht alles. Nein, es ist so, ne? Prost erstmal. Sven, Prost. Don. Ja, Sven. Ja, dann hast du also das Mittelmeer gerockt. Du machst ja auch sehr viel in Dithmarschen, professionelle Musik. Du hast jetzt ja zum Beispiel in Heide das große Altstadtfest. Das war der Erfolg seit Jahren schlechthin gemacht. Wir haben da ja auch ein Filmchen vorbereitet. Okay. Ja. Du hast da tosenden Applaus gekriegt. Der Schuhmacherort war voll. Ihr hattet Glück mit dem Wetter. Das war sehr gut, ja. Also muss ich sagen, von der Organisation her, vom ganzen Aufbau der Organisation mit Jens, das war schon knackig, ja. Ja, ich muss für unsere Zuschauer sagen, die meisten wissen das Dithmarschen, Jens Rommel, der Betreiber des L1. Er ist der Organisator des Altstadtfestes in Heide. Ist seit Jahrzehnten eigentlich schon bekannt in Heide. Es wird immer schwerer für die Gastronomen, das auf die Beine zu stellen. Die planen ja jetzt schon wieder dieses Jahr für nächstes Jahr. Sven hat ja so ein paar schon mitgemacht, Altstadtfeste, und er kann selbst beurteilen, dass dieses Altstadtfest schon nicht schlecht war, ne? Also im Vergleich zu den letzten 2-3 Jahren, also das ist schon jedes Mal eine Steigerung bemerkbar, nicht? Und es wird eben halt auch gut angenommen. Mit dem Wetter hatten wir auch dieses Jahr wieder richtig gut Glück, sag ich mal. Und ist eine schöne Sache. Danach geht es natürlich noch weiter im L1 bis in die frühen Morgenstunden. Ich glaube, ich habe letztes Mal bis um 5:30, 6:15 oder so. Ja. Vor allen Dingen, man trifft ja dann auch immer ganz interessante Leute, so, ich sag mal so, die Heider-Prominenz. Ich war auch da.
Du warst auch da, habe ich gesehen. Ich sage ja, die C-Prominenz ist auch immer da, die D und wir haben auch die F, aber wir haben auch unsere A-Prominenten hier. Ja, natürlich. Aber dazu noch mehr in den nächsten Sendungen, nur mal zwischendurch. Ja, mein Sven, was so eigentlich bei den Kohltagen? Ich habe gehört, die Kohltage waren ja auch sehr gut. Ich habe mir mal so einen Flyer mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich will den noch mal einmal kurz in die Kamera halten. Das von, die, waren die Heider Kohltage. Ich weiß gar nicht, was du das unter der Maske vielleicht? Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Kohl ist jetzt nicht unbedingt so meins, aber nee. Aber nee, auch nicht. Ja, du brauchst auch eine Brille. Das ist so, wenn man jahrelang in die Laser schaut. Ja, das ist überhaupt nicht gut. Ja, ich habe mir mal hier mal einen von deinen Lieblingswitzen notiert. Ich kann den aber auch gar nicht mehr hören. Er hatte mal gesagt, da hat ein Pinguin einen Fotografen getroffen. Und dann sagt der Fotograf, hätten Sie die Bilder gerne schwarz-weiß? So sagt der Pinguin, Schnauze, sonst auf die Fresse. So. Den habe ich aber nicht verstanden. Den hast du mir mal erzählt. Der war aber nicht von mir. Havanna. Ich habe den nie verstanden. Auch ja. Heute auch noch nicht? Heute auch noch nicht. Ja. Aber wo du gerade beim L1 bist, das L1, ich habe das mal vorhin noch mal reingekriegt, hat ja auch immer ganz wunderbare Geschichten. Die haben seit Jahren ein Kinder-Halloween. Dieses Kinder-Halloween, es kommen auch Bedürftige hin. Und es ist for nothing. Was das Geld angeht, es ist eine Nachmittagsveranstaltung, die Kinder können sich immer verkleiden, es kostet wirklich kein Geld. Es macht der DJ Woschi, der übrigens heute Abend auch im Publikum sitzt, der macht unentgeltlich Musik für die Kinderdisco. Und es gibt selbstgebackenen Kuchen, Kaffee, die Kinder verkleiden sich. Ich lese mal hier einen Gruselfinger-Snack und Kindercocktails. Das geht dann immer los ab 15 Uhr und das ist Montag, den 2. November. Nur mal, wenn die Muttis ihre Kinder parken müssen, schminkt sie einfach oder am besten nach den Hausaufgaben, schickt sie dahin, dann sehen sie auch aus, gruselig. Diese Flyer, die werden jetzt auch gerade rausgehen, gedruckt. Für die Erwachsenen sehe ich aber auch, gibt es auch eine Halloween-Party, 30.10. und 31.10. Also es ist für alle was geboten, auch hier in Heide. Ne? Also ich finde das toll, was da auf die Beine gestellt wird, auch für die Kinder, oder nicht? Was sagst du dazu? André, wir kennen uns ja nun auch schon, ich glaube 30 Jahre, oder? Es ja, müsste eigentlich mal wieder was richtig Schönes für uns in unserem Alter gehen, in Heide. Das fehlt mir eigentlich so ein bisschen. Richtig. Deshalb sind diese Ü40-Partys ja auch ausgebucht. Stadttheater zum Beispiel, Rosengasse auf drei Ebenen. Es findet ein-, zweimal im halben Jahr statt. Da kommen die Leute hin. Ja, man müsste vielleicht auch mal was Neues, was Innovatives ausprobieren. Aber was denkst du denn da? Da müssen wir uns nochmal ein Konzept einfallen lassen, wir beide. Also, ich habe da so ein paar Ideen. Ja, denn wird applaudiert. Es ist ein heikles Thema. Aber wir müssen jetzt erstmal wieder in die Werbung gehen. Wir werden jetzt nochmal wieder ein bisschen Musik hören. Okay. Du kriegst deinen zweiten Havanna. Und ab in die Werbung. Kauf was Schönes. Du lebst in Dithmarschen. Du kennst dich super in Dithmarschen aus. Du kannst an drei Orten gleichzeitig sein. Du kannst gleichzeitig vor und hinter der Kamera arbeiten. Du hast tierisch Bock, Fernsehen zu machen. Wenn nur eins davon auf dich zutrifft, dann bewirb dich bei uns. Dithmarschen TV. Typisch Dithmarschen. Was kriegst du so? Ja, was gibt's das denn nie? Dithmarschen TV! Ja, nix wie hin! Oh, wir sind wieder auf Sendung, sehe ich gerade. Ich hoffe, das war eine schöne Werbeunterbrechung für euch. Wir sind hier leider noch am Rauchen. Ich gebe dir mal ganz kurz Feuer, Sven. Ich habe nämlich immer so für unsere Gäste, das ist ja unsere erste Sendung. Ich habe zu wenig geraucht. Erste Sendung, das ist ja eine Pilotsendung. Wir spielen mit allen unseren Gästen ein Spiel, wo ein Dithmarscher erraten wird. Egal, ob der abends durch einen Schumacher Ort torkelt oder ob der irgendwo im Kreishaus sitzt. Das ist ganz egal.
Und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit Sven an. Wir machen einen Zettel hin. Der Don und ich müssen dem Sven Tipps geben. Und er muss erraten, wer er ist hier in Dithmarschen. Wir kennen sie alle, deshalb wird das schon klappen. Ich werde mal ganz kurz was aufschreiben hier. Kreis um die Ecke? Kreishaus. Kreishaus. Wieso ist das immer eckig? Das Kreishaus. So, pass mal auf. Wir wollen mal sehen, ob das auch auf deiner Stirn klebt. Meine Güte, er ist nicht nass geschwitzt, gar nichts. Dabei sagt deine Frau immer, du bist so feucht untenrum. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ja, ich würde ihm mal sagen, frag uns was und wir beantworten dir das. Bin ich ein Mann? Ja, ne? Ist doch, oder? Oder bin ich eine Frau? Nein, das nee, nee, also ich würde mal sagen, doch, das kommt männlich rüber. Ja, 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 das ist ein bisschen Mann. Er kann auf jeden Fall einparken. Bin ich jung? Also ist das ein Mann? Ob jung, ja, du bist, siehst älter aus, als du bist. Würde ich mal so sagen. Ne? Bin ich schön? Früher vielleicht mal. Habe ich Geld? Ich würde mal sagen, wie Heu. Also ich könnte dir mal so Tipps geben. Ich sehe ja, er errät das nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, warte mal, weil du sagst... Bin ich Jens Rommel? Nein, Jens Rommel ist doch schön und er sieht jung aus. Gottes Willen. Aber weil er sagte, habe ich Geld. Also ich mache ihn dir mal live nach. Ich habe ihn getroffen letztens bei Marion. Und da sagte ich, Mensch, sag mal, das Hemd, das hattest du doch gestern schon an. Nee, André. Weißt du was? Dieses Hemd, ich habe ich Zweierpack gekauft bei Lidl für 2,99. Aber man muss aufpassen, die Qualität wäscht sich immer im ersten Waschgang raus. Da kann er es eigentlich nur eingeben. Ein beliebter Spruch von ihm ist ja auch, Fanta Cola Bier, alles gibt's bei mir. Aber ich würde ja schon einen Applaus sagen. Wie heißt der? Peter von See. Das ist doch wunderbar. Diesen Zettel darfst du behalten als dein erster Talkgast. Du wirst in die Jubiläumssendung eingeladen. Vielleicht bist du es ja nochmal. Das wissen wir nicht. Ja, okay. Aber jetzt wollen wir mal den herrlich mal. Ich habe nur ein Wort drauf, aber müsstest du auch kennen. Wir müssen ja auch mal so ein paar Leute probieren. Ja, du hast wieder eine fettige Fußballstirn. Du hast so viel geköpft in deinem Leben. Horst Lubesch zum Beispiel. Kennst du doch auch, das Kopfballmonster vom HRSV. So. Beim Lieblingssportverein. Das nochmal angemerkt. Hä? Ja, also dann frag uns doch mal was. Ja, bin ich ein Mann? Doch, bist du. Ja. Und was für einer? Echt? Ja, du bist ein Mann. Ja. Aus Dithmarschen jetzt, ne? Doch, Dithmarschen. Heide? Ja. Heide, würde ich sogar sagen. Muss ja, ne? Frag ich jetzt nicht nach Aussehen. So, Peter von Seen ist es nicht mal. Bin ich Sportler? Auch durch und durch. Ja. Ja, was. Soll ich dir eine Hilfestellung geben, Mama? Ja, ich habe mir auch gesagt. Ja. Pass auf. Wir geben ihm eine Hilfestellung. André, ich will dir ja keinen Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Ja, aber. Und pass mal auf. Ich sag dir mal so Markenzeichen. Woppa! Rüdiger Peters. Da ist er. Und da ist er. Wir haben ja unsere Prominenz hier. Ich habe ihn vorhin gesehen. Ein Heider-Unikum. Ja. Oh. Ja, du darfst diesen Zettel selbstverständlich auch behalten. So. André, wenn wir beide jetzt dran waren, Don und ich, dann musst du natürlich auch irgendwie mal rangenommen werden. Das habe ich aber gar nicht mit meiner Regie abgesprochen. Weißt du das? Du bist ja Kosmopolit und du gehst ja auch über die Grenzen von Dithmarschen raus. Wir haben uns mal überlegt, wir nehmen mal eine ganz spezielle Person für dich. Und zwar gehen wir mal ins, ich sag mal, europäische Ausland. Machen wir eben die Augen zu. Soll ich meine Brille sogar abnehmen für dich? Na, mach mal die Brille ab. Nicht, dass ich da auf den Zettel schielen kann, das ist nämlich die Spiegelbrille. Jetzt gib mal deine Denker, einmal deine Denker stehen. Ist das nicht Frank Zander? Nee, Frank Zander, ja, von der Ähnlichkeit her wäre es also letztens optimal. Hatte ich Musik gemacht, gut, Appeldörr, das war eine Hochzeit. Da hieß du bist zu so doll geschminkt. Das Nein, das nicht. Ist Naturbräune. Da wurde ich immer für Heinz-Rudolf Kunze gehalten. Fass sie mal an den Kopf, ja, genau. So, ich fasse mir einfach mal an den Kopf. Ich will ja nicht schummeln, ich rauche dabei eine. Ich stelle diese gleiche Frage, die ihr auch gestellt habt. Habe ich einen Busen oder... Das sind zwei Fragen. Ja, was denn nun? Busen oder nicht Busen? Bin ich Mädel oder bin ich ein Junge? Jo. Also ich rede nicht vom Hefebusen. Du bist eine Frau. Ich bin eine Frau? Eine Frau. Oh Gott. Habe ich schwarze Haare oder rote? Weder noch. Nee. Habe ich vielleicht eine Glatze?
wo? Ja gut, der Trend geht zur Intimrasur. Ich kenne das nicht. Damals, als ich 16 war, da haben wir beim Petting uns gefreut. Aber das ist eine andere Geschichte. Lange her. Petting ist sehr lange her. Ja, ich komme nicht aus... Ich wohne, lebe nicht in Deutschland. Also mein Hauptwohnsitz liegt woanders. Sowohl als auch, würde ich mal sagen. Also ich habe mehrere Wohnsitze. Ja. Ja, war ich dann auch schon mal am Mittelmeer? Ja. War ich auch schon mal in Amerika? Ja. War die da? Also, ich war eigentlich schon überall. Überall und nirgends. Überall? Habe ich Geld? Ich denke mal ja. Ilse Werner? Nee. Nee, kalt. Also jünger. So jünger. Unser Alter, würde ich mal so sagen? Jünger. Jünger als unser Alter? Ja. Da bin ich geliftet. Bin ich geliftet? Ja. Also mir fallen ja so ein paar Begegnungen ein. Ja, meinst du? Also geliftet nicht. Meinst du nicht? Aber irgendwelche Aber, ja, vielleicht an manchen Regionen. Gut. So Augenbrauen technisch. Ja, also wenn ich jetzt keinen Hefebusen habe und dann sage ich mal, ich bin geliftet im oberen Bereich vielleicht ein bisschen. Gepusht. Ein bisschen? Gut. Dolly Buster ist das nicht, die ist zu alt. Lollo Ferrari gibt es ja auch nicht mehr. Sabrina, Samantha Fox, das war ja so unsere Zeit. Ja. Also vermute ich mal, wenn das jemand ist, den ich kenne, wird das die Carmen Geis sein? Nee. Alter, das ist ja nicht wahr. Das ist gemein, ne? Das ist ja wirklich. Mensch, André. Du bist doch der Mallorca-Star schlechthin. Ich gebe dir mal einen Tipp. Kaffee. Ramona. Kaffee. Karin. Oder hier. Karin Gritzmacher. Ich würde auch sagen, griechischer Wein. Nein. Dann würde ich sagen, die Vicky Leandros. Nein. Auch nicht die Andrea Berg, auch nicht die Helene Fischer. Anita. Ich fand sie irgendwo. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bin der Costa Cordalis. Wenn du eine Frau bist. Du bist eine Frau. Ach, ich würde mal sagen, hat diese Dame ein Kind gekriegt in der letzten Zeit? Ja. Dann würde ich mal sagen, miau. Ich bin eine Katze. Ja. Die Katzenberger. Du bist Katze. Ja, genau. Also das war sehr gemein. Aber wir werden uns darüber nachher nochmal unterhalten. Das war leider nicht eingeplant. Das war, ja. Aber jetzt ist live. Live aus dem Schweinestall. War wieder heute mega geil mit euch. Ein kleiner Applaus für alle. Wenn ihr gern dabei sein wollt, einfach an die Redaktion schreiben. Und fertig. Wir sehen uns.